Ein frohes neues Jahr euch allen. Na, was habt ihr euch so vorgenommen fürs neue Jahr? Wollt ihr endlich mal wieder gesünder essen, mehr Sport treiben, eure Familie häufiger besuchen oder so richtig für die Uni lernen? Ganz ehrlich, bei mir war es in den letzten Jahren so, dass sich gezeigt hat, dass all die Pläne, die ich mir so fürs neue Jahr genommen habe, spätestens nach 2-3 Wochen ad acta gelegt waren. Und irgendwie finde ich es auch total blöd, dass wir Silvester und das Neujahr nutzen sollen, um zu schauen, was wir nicht so gut können und was wir besser machen müssen. Stattdessen mache ich es dieses Jahr anders. Und zwar gucke ich zurück und überlege mir, was alles Gutes und Tolles passiert ist und was ich ins neue Jahr mitnehmen will. Zum Beispiel habe ich einige ziemlich coole neue Leute kennengelernt und ich freue mich total darauf, das Jahr 2018 mit ihnen verbringen zu können. Oder meine Nichte, die hat eine 2 im Deutschtest geschrieben und die ganze Klasse hat applaudiert. Das ist doch etwas, was man mit hineinnehmen möchte. Etwas, was einen Rückenwind gibt und etwas, woran man festhalten möchte. Vielleicht habt ihr ja auch Lust mitzumachen, mal zu überlegen, was für tolle Dinge ihr mit ins neue Jahr hineintragt, was euch vielleicht auch Motor für das neue Jahr sein kann. Und dann können wir an dem Spruch von Paulus festhalten, der sagt, das Gute behaltet. Und so wünsche ich euch weiterhin ein frohes und gesegnetes neues Jahr.